بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Wir wollen heute weitermachen, inshallah, mit der Sura Al-Muddathir. Ein, zwei Fragen, bevor wir loslegen, inshallah. Sura Al-Muddathir ist eine mekkanische oder medinensische Sura? Eine mekkanische Sura, nach der Mehrheit der Gelehrten, an sich der Mehrheit der Gelehrten. Die wievielte Sura ist es in chronologisch gesehen, in der Herabsendung der Sura des Koran? Die wievielte? Die Schwestern dürfen auch gerne mitmachen. Die wievielte? Die zweite, richtig. Und zwar nach was? Nach Surat Iqra. Tamam. Und wir hatten auch letzte Woche aufgezeigt gehabt, dass diese ersten sieben Verse, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gerufen wird mit den Worten O du Zugedeckter, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erst zu einem Rasul gemacht haben. Was ist der Unterschied zwischen einem Rasul und einem Nabi? Was ist der Unterschied zwischen einem Rasul und einem Nabi? Hatten wir letzte Woche auch aufgezeigt gehabt. Tafadhal. Rasul sallallahu alaihi wa sallam Das ist ein Punkt, genau richtig. Ja, ein Rasul ist ein Gesandter, der eine Offenbarung erhalten hat, also ein Buch in Form eines Buches oder einer ganz konkreten Botschaft. Und ein Nabi ist gekommen, um diese Botschaft eines Rasuls zu bestätigen. Es gab aber noch einen weiteren Unterscheidungsgrund zwischen Rasul und Nabi. Okay, das ist klar. Das ist klar. Aber noch einen weiteren Unterscheidungsaspekt. Ein Rasul muss die Botschaft Allahs verkünden, während ein Nabi diese Pflicht nicht hat. Ja? Nicht automatisch haben muss. Ja? Okay. Also es ist jemand, der einfach eine Offenbarung hat. Während ein Rasul eine ganz konkrete Aufgabe hat. An ein ganz bestimmtes Volk. Oder an die gesamte Menschheit, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen haben die Gelehrten gesagt, Nubbi'a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi'iqra wa ursila biya ayyuhal muddathir. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde zum Propheten berufen mit Iqra und er wurde zum Gesandten berufen mit ya ayyuhal muddathir. Weil er nun die konkrete Aufgabe hatte, sein Volk zu warnen. Und wir haben uns letzte Woche mit diesen ersten sieben Versen ausgiebig beschäftigt gehabt und aufgezeigt gehabt, dass sie die Grundlagen der Da'wah beinhalten. Und dann haben wir uns auch mit den darauffolgenden Versen und dem nächsten Abschnitt beschäftigt gehabt, wo Allah subhanahu wa ta'ala dann übergeht zum jüngsten Tag. Und zwar zu dem Moment, wo in das Horn geblasen wird, durch Israfil alayhi salam. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُورِ Wenn dann ins Horn gestoßen wird. فَذَلِكَ يَوْمَ إِذِي يَوْمٌ عَسِيرٌ So wird jener Tag ein schwerer Tag sein. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ Für die Ungläubigen nicht leicht. Wir hatten auch hier etwas Wichtiges gesagt gehabt. Warum wiederholt das Allah Ta'ala? Warum sagt er einmal عَسِير und dann nochmal غَيْرُ يَسِيرٌ? Ist doch dasselbe, oder? عَسِير ist schwer. غَيْرُ يَسِيرٌ ist nicht leicht. Ist das nicht eine Wiederholung, die unnötig ist? Wie hatten wir darauf geantwortet gehabt? Warum wiederholt das Allah Ta'ala aber in anderer Weise? Dieser Tag ist grundsätzlich schwer für alle Menschen. Ob gläubig oder nicht gläubig. Weil Allah Ta'ala an diesem Tag so zürnen wird wie an keinem anderen Tag. Wir kennen die Überlieferung, wo die Menschen dann zu den Propheten gehen werden und dann erstmal zu Adam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam und sie werden immer nur sagen, nafsi, nafsi. Inna Rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdib qablahu mithla wa lam yaghdib ba'dahu mithla. Mein Herr
Er ist heute so zornig wie an keinem anderen Tag. Weder zuvor noch später. Nefsi, Nefsi. Das sagen die Propheten. Die besten Geschöpfe überhaupt. Das heißt, dieser Tag wird an sich was sein? Dieser Tag wird an sich schwer sein. Für die Menschen. Schwer sein für die Menschen. Aber es wird trotzdem Erleichterung geben. Aber diese Erleichterung sind nur für welche Menschen? Nur für die Gläubigen. Deswegen schließt Allah Ta'ala die Ungläubigen aus. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Für die Ungläubigen nicht leicht. Und jetzt geht Allah Ta'ala auf eine ganz bestimmte Person ein. Und wir hatten auch letzte Woche erwähnt gehabt, wer es ist. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Lass mich allein mit dem, mit wem ich allein erschaffen habe. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Und dem ich ausgedehnten Besitz gegeben habe. وَبَنِينَ شُهُودًا. Und Söhne als ständige Begleiter anwesend. Und Söhne als ständige Begleiter anwesend, wo man hat oder hotem ida, und dem ich alles schön zurechtgemacht habe. Thumma yatma'u an azid, doch begehrt er hierauf, dass ich ihm noch mehr gebe. Wer war damit gemeint gewesen? Nach allen Mufassirun, nach allen Koran-Exegeten. Wer ist damit gemeint? Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira. Ich bitte mal die Brüder, barakallahu fikum, die da sitzen, mal vielleicht dorthin zu kommen, wegen der Schwestern. Jazakumallahu khairan. Barakallahu fikum. Munke bessel ikhwa, ili jalsin honak, iju uddam shoye. Shukran. Top, haben nicht alle gehört. So. Aber einige haben es gehört. Jazakumallahu khairan. Barakallahu fikum. Auch hier, unser junger Bruder da hinten in der Ecke. Ja, du, komm mal nach vorne hier. Oder dorthin. Das sind Schwestern. Jazakumallahu khairan. Ja, genau. Kommt mal nach vorne. Alle nach vorne, inshallah. Ich sag mal auch keine. Barakallahu fikum. Shukran. Arshan al-Akhawat bis, inshallah. Jesus wa ala rahmatum, inshallah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er spricht jetzt hier über einen ganz bestimmten Menschen. Über Al-Walid ibn al-Mughira. Und auch wenn Al-Walid ibn al-Mughira hier ganz konkret mit diesen Ayat gemeint ist, bedeutet das nicht, dass es sich nur auf ihn bezieht, sondern auf jeden Menschen, der genau diese Eigenschaften aufweist. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt hier noch einmal, lasst mich allein, mit wem ich allein erschaffen habe. Al-Walid ibn al-Mughira, er wurde Wahid genannt. Warum wurde er Wahid genannt? Weil er so viel besaß. Und Allah ta'ala, er benutzt genau diesen Beinamen, den er hatte, aber in einem anderen Kontext, um aufzuzeigen, er wurde ganz allein erschaffen. Und mal jetzt ist er reich, mächtig, hat alles, was er möchte. Aber damals war er wirklich Wahid gewesen. Wenn ich gewollt hätte, wäre er gar nicht auf die Welt gekommen. Wäre er gar nicht erschaffen worden. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Wenn ich anfange zu glauben, ich wäre etwas Besonderes, dann sollte ich noch einmal mich fragen, woher komme ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Es gibt manche Menschen, subhanallah, die haben diesen Hang abzugeben. Sobald sie etwas haben, denken sie, sie wären etwas Besonderes. Sie müssten anders behandelt werden als andere Menschen. Und das kommt häufig schleichend, das kommt nicht auf einmal. Dann bist du ein bekannter Redner, ein bekannter Sänger, ein was ich nicht was, oder hast jetzt Karriere gemacht in einem bestimmten Bereich und glaubst, jetzt müssten mich die Menschen anders behandeln, weil ich etwas Besonderes bin. Nein, du bist nicht besonders. Du bist genauso wie jeder andere. Allah ist Al-Mutakabbir. Allah ist der Einzige, der über der Schöpfung steht. Die Schöpfung aber unter sich ist gleich. Es gibt keinen Unterschied. Und deswegen glaubt niemand, wäre es etwas Besonderes. Und Allah Ta'ala erinnert die Menschen daran. Ja? Lass mich mit ihm allein, den ich allein erschaffen habe. Und dann habe ich ihm alles gegeben. Ich habe es ihm gegeben. Und dem ich ausgedehnten Besitz gegeben habe. Vergiss niemals, woher du das hast. Viele denken, wenn sie sich Vermögen angehäuft haben, wenn sie etwas erreicht haben in ihrem Leben, dass es auf sie allein zurückgeht. Ich glaube an mich selbst. Ich habe da hart gearbeitet. Ja, es gibt Menschen, die hart arbeiten und es trotzdem nicht schaffen. Warum? Weil sie nicht die gleichen Chancen bekommen haben wie du. Am Ende ist es Allah, der dir das gegeben hat. Wie viele Menschen arbeiten viel härter, als wir das tun? Sind viel intelligenter, als wir das sind? Aber sie leben am falschen Ort auf dieser Welt. Sie leben nicht in Deutschland, wo du alles hinterhergeworfen bekommst. Wo du immer wieder Möglichkeiten bekommst. Sondern sie leben irgendwo in einem Kriegsgebiet. Wo sie nichts haben. Wo alles, was sie aufgebaut haben, zerstört wird.
wo sie nicht die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, die vielleicht viel intelligenter sind, als du es jemals sein wirst. Du wirst gezwungen, in die Schule zu gehen. Sie würden gerne in die Schule gehen, aber sie können nicht, weil es keine Schulen gibt. Und deswegen, wenn du Erfolg hast in deinem Leben, dann führe diesen Erfolg nicht auf dich selbst zurück, sondern immer auf wen? Auf Allah subhanahu wa ta'ala. Zeig Dankbarkeit für all die Gnaden, welche Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat. Weil das ist dann eine Garantie dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Gnade auch für dich erhalten wird. Hört einmal, was Ibn Ata'illah al-Iskandari gesagt hat. Er hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben, Al-Hikam, ja, die Weisheiten. Und er hat gesagt, man lam yashkuri ni'ama faqad ta'arrada li zawaliha. Wer nicht Allah also für die Gnaden dankt, der macht was? Der setzt diese Gnaden dem Vergehen aus, dass sie gehen, vergehen. وَمَنْ شَكَرَهَا فَقَدْ قَيَّدَهَا بِعِقَالِهَا. Wer aber Dankbarkeit zeigt für diese Gnaden, der hat sie angebunden. Subhanallah. Sodass sie auch wirklich bleiben. Und deswegen, sei dankbar für die Dinge, die Allah Ta'ala dir gegeben hat. Und sag ja nicht, dass es etwas Selbstverständliches ist. Oder weil du so gut bist am Ende, ist es eine Gnade Allahs. وَبَنِينَ شُهُودَ und Söhne als ständige Begleiter anwesend. Er hatte sehr, sehr viel, hatte 17 Kinder, bis zu 17 Kinder gehabt. Ja, und das war damals für die Araber natürlich etwas Gewaltiges gewesen. Ja, ich habe meine eigenen Clan sozusagen, meine eigene Fußballmannschaft, meine Soldaten, die mich beschützen. وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا und dem ich alles schön zurechtgemacht habe. Und jetzt aber, was ist das Problem? ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدُ. Doch begehrt er hier auf, dass ich ihm noch mehr gebe. Dieser Mensch hat nicht genug, er ist gierig. Er will immer mehr haben. Er gibt sich nicht zufrieden mit dem, was er hat. Und die Gier ist eine der schlimmsten Krankheiten, die ein Mensch überhaupt haben kann. Weil die Gier alles zerstört. Du willst immer mehr, immer mehr und immer mehr. Und am Ende wirst du gar nichts haben und du wirst alles verlieren. Aufgrund deiner Gier. Und deswegen, wenn du etwas erreichen möchtest in deinem Leben, auch rein materiell gesehen, sei niemals gierig. Weil die Gier lässt dich immer falsche Entscheidungen treffen. Wenn du dir irgendwelche Videos anhörst von Finanzberatern, werden immer sagen, sei nicht gierig. Versuch nicht, die Dinge schnell zu erlangen. Auf einmal, auf kurzem Wege. Weil sobald du gierig wirst, wirst du dir den größten Fehler machen und wirst am Ende alles verlieren. Sehr gefährlich. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er hat diese Krankheit im Menschen beschrieben. Weil jeder Mensch hat eine gewisse Tendenz, gierig zu sein, wenn er nicht aufpasst. Unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديين. Würde der Sohn Adams ein ganzes Tal voller Gold haben, stell dir das mal vor, du wärst der reichste Mensch auf Erden. Ein ganzes Tal voller Gold. Also du wärst schon im Grunde genommen der reichste Mensch. Dann würde er sich wünschen, zwei Täler voller Gold zu haben. وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيًا لَتَمَنَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ ثَالِثًا. Und hätte er zwei, würde er sich ein drittes wünschen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابِ. Und das Einzige, was seinen Mund, seine Gier stillen wird, ist die Erde. Die Erde. Wenn du unter der Erde liegst, wo alles vorüber ist. Wo du nichts mitnehmen kannst. Allah Ta'ala, er beschreibt also hier einem Prototypen von eigentlich kann man sagen, von Käfer. Jemand, dem Allah alles gegeben hat, aber der was ist? Der gierig ist, immer mehr möchte. Und aufgrund dessen sich vom Wege Allahs abwendet. Aufgrund seiner Begierden. Und dann fügt Allah Ta'ala noch etwas weiteres hinzu. Und er sagt, Kalla, innahu kana li ayatina anida. Keineswegs. Er ist gegen unsere Zeichen wiederholt widerspenstig gewesen. Inat. Er hat die Wahrheit erkannt, aber er überdeckt die Wahrheit. Er will sie nicht anerkennen. Und das ist das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und deswegen gibt es hierfür eine extra Kategorie. Weil es gibt verschiedene Arten von Kufr, von Unglaube. Und eine der schlimmsten Formen von Kufr ist was?
Kufr al-Inat. Kufr al-Inat. Dass ich aus Trotzigkeit, aus Widerspenstigkeit, aus Sturheit die Wahrheit ablehne. Ich habe sie erkannt, ich bin überzeugt von der Wahrheit, aber ich befolge sie nicht, weil ich hochmütig bin. Weil ich mich nicht darauf einlasse. Weil ich meine niederen Bedürfnisse befolge. Weil ich meine Macht nicht verlieren möchte. Und genau hierüber spricht jetzt Allah Ta'ala und er zeigt auf, wie er subhanallah die Wahrheit erkannt hat, aber sie ablehnte. Und davor muss ich mich in Acht nehmen, meine lieben Geschwister im Islam. Auch als Muslim kann ich diesen Fehler machen. Wiederholt bekommt man das mit bei Streitigkeiten unter Muslimen. Dass jemand einfach anid ist. Er weiß, dass er im Unrecht ist, aber er beharrt darauf. Er beharrt auf seinem Unrecht. Er ist nicht bereit, sich belehren zu lassen. Er hört nicht, was ihm Leute sagen, die es gut mit ihm meinen. Die ihm eine Nasiha geben wollen. Und sagen, guck mal, Bruder, du machst ja einen Fehler. Aber er beharrt darauf. Nein, er kann sich nicht überwinden. Das ist eine Form von Inat. Ich beharre auf meinem Fehler. Und das ist das Schlimmste, was hier passieren kann. Weil das hat verheerende Folgen für dich. Und wie viele Menschen sind deswegen schon vom richtigen Weg abgekommen? Selbst Muslime, die aktiv waren. Muslime, die aktiv waren. Und sich dann immer wieder sozusagen weiter distanziert haben, weil sie auf dem Unrecht beharren und nicht eingestehen wollen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Wenn du einen Fehler machst, jeder von uns kann Fehler machen. Wenn du einen Fehler machst, dann gesteh ihn ein. Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, wa arda, was hat er gesagt? Umar ibn Khattab, er hat was sehr, sehr Weises gesagt. Ich sage es gleich in der Übersetzung, weil mir gerade der Wortlaut nicht mehr auf Arabisch genau einfällt. Und zwar, dass ich zur Wahrheit zurückkehre, ist besser, als dass ich was mache, als dass ich auf der Unwahrheit und dem Unrecht beharre. Al-Ruju'u ila al-Haqq khayrun min al-Tamadi fil batil. Oder ungefähr so hat er das gesagt. Ja? Und das ist etwas, was ich unbedingt verstehen muss. Auch als Muslim kann es mir passieren, dass ich vom richtigen Weg abkomme, weil ich die Wahrheit nicht akzeptieren möchte und nicht akzeptieren möchte, dass ich Unrecht habe. Gestehe dein Unrecht ein. Al-i'tirafu bil khata'i fadila. Dass ich meinen Fehler eingestehe, ist eine Fadila, ist etwas Gutes, nicht etwas Schlechtes. Das zeugt von Stärke. Das zeugt von was? Von Stärke. Hört einmal, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Unser Prophet hat geschworen auf drei Dinge. Auf drei Dinge hat er geschworen. Wa thalathun uqsimu alayhi. Auf drei Dinge schwöre ich. Man naqasa malun min sadaqa. Kein Vermögen wird weniger durch eine Spende. Wa ma zada Allahu abadan bi'afun illa izza. Und Allah mehrt einen Diener durch Vergebung. Nur was? Nur den Stolz. Es geht hier nicht um Eingeständnis des Fehlers. Es geht hier aber um etwas Ähnliches. Ich bin bereit, jemanden zu verzeihen. Ich bin bereit, sozusagen einen Schritt auf jemanden zuzumachen. Oder ich bin bereit, auch meinen Fehler einzugestehen. Allah erhöht mich dadurch, er erniedrigt mich nicht dadurch. Er erhöht mich dadurch und er erniedrigt mich nicht dadurch. وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَ. Und keiner ist demütig für Allah, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn durch diesen Demut dann auch erhöhen wird. Und das Problem von Al-Huri ibn Murir ist genau dieses Problem gewesen. Er ist sozusagen der Prototyp, ja, das Beispiel, was Allah Ta'ala uns gibt. Wie schlimm muss das sein? Stell dir mal vor, Allah Ta'ala verewigt dich im Koran. Allahu Akbar. Ja, für den Prototypen eines Kafir wal a'yadhu billah. Und jetzt zeigt Allah Ta'ala auf, was mit ihm geschehen wird. Sa'urhiquhu sa'uda. Ich werde ihn mit Beschwerlichem bedrücken. Alles, was jetzt kommen wird, wird ihnen nur noch schwieriger werden. Es wird nichts Leichtes kommen. Und das Schwierigste überhaupt wird am nächsten Tag kommen. Allah Ta'ala, er wird ihn schon in dieser Dunya dafür bestrafen. Und im Akhirah erst recht. Und es wird alles nur noch schwieriger werden. Und jetzt kommt etwas Unglaubliches, subhanallah. Allah Ta'ala, er gibt uns jetzt einen Einblick in die Gedanken dieses Menschen. So, als wärst du dabei gewesen. Selbst diejenigen, die dabei gewesen waren, die wissen nicht so viel, wie wir wissen über ihn.
Die wissen nicht, was gerade in diesem Moment in seinem Kopf vorgegangen ist. Aber Allah Ta'ala, er gewährt uns genau diesen Einblick. Bevor wir jedoch darauf zu sprechen kommen, müssen wir erst einmal verstehen, was die Hintergründe sind. Warum jetzt Allah Ta'ala es erwähnt. Und zwar, wie er gedacht hat und wie er sich dann entschieden hat. Und zwar gibt es jetzt verschiedene Überlieferungen, die auch authentisch überliefert wurden, dass Al-Walid ibn Mughira eines Tages zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat ihm den Koran vorgelesen. Und es war so, als wäre er dadurch betroffen gewesen. Durch die Worte Allahs. Abu Jahl, der Erzfeind unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er hat davon mitbekommen, er hat gemerkt, da, der Walid, der ist nicht mehr so, wie er vorher war. Ist gefährlich. Warum? Weil wenn er Muslim wird, was passiert dann? Ganz Mekka wird Muslim. Weil er war einer der reichsten Menschen in Mekka gewesen, der angesehensten Menschen in Mekka. Und dann hat sich Abu Jahl was ausgedacht. Und er hat gesagt, okay, ich muss ihn irgendwie in seinem Stolz kränken. Auf indirekte Weise. Und er ging dann zu ihm und sagte dann, Ya Am, oh mein Onkel, Inna qawmaka yuriduna an yajma'u laka malan liyu'tukahu. Dein Volk möchte gerne Geld sammeln für dich, um es dir zu geben. فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدًا لِتَتَعَرَّضَ لِمَا فَإِنَّكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدًا Und du bist zu Muhammad gegangen und hast sozusagen ihm zugehört. Und dann fühlte er sich gekränkt. Was? Mir Geld geben? Ich bin der Reichste in Mekka? Ich brauche kein Geld, ja? Also er fühlte sich richtig in deinem Stolz erniedrigt und sagte, لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ أَنِّي مِنْ أَكْثَرِهَا مَالًا Die Quraysh wissen ganz genau, dass ich einer der Reichsten unter ihnen bin. Ich brauche ihr Geld nicht. Ja? Und dann sagte dann Abu Jahl zu ihnen, dann sag irgendetwas zu deinem Volk, damit sie sich von ihm abwenden. Und dass du nichts mit ihm zu tun haben möchtest. Dann sag das doch, weil sie das Gefühl haben, dass du angefangen hast, mit ihm zu ihm Sympathie aufzubauen und ihn sympathisch zu finden. Und dann sagte Al-Walid ibn Mughira. وَمَاذَا أَخُلْ Was soll ich sagen? فَوَاللَّهِ مَا فِيكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِالشِّعْرِ مِنِّي وَلَا أَعْلَمُ بِرَجْزِهِ وَلَا بِقَصِيدِهِ مِنِّي Was soll ich denn sagen? Bei Allah, unter euch gibt es niemanden, der sich besser mit Gedichten auskennt als ihr, als ich. Ich kenne den Rijz. Rijz ist eine Form von ein Bahr, im Shi'r, sozusagen eine Gedichtsform. Ja? Ich kenne die Qasait. Also ich kenne mich sehr gut aus. Wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu shay'an min hadha bi Allah, das was er sagt, das ähnelt all dem nicht, was wir kennen. Und dann sagte er: Wallahi inna li qawlihi la halawa. Bei Allah, seine Worte haben eine Süße. Wa inna alayhi la talawa, und auch für eine Form von Süße, Schönheit, Rhetorik, ja? Wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mughdiq wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi. Allahu Akbar. Das sagt er. Das sagt der Walid ibn Mughira. Ja? Und er sagt, der obere Teil des Korans ist fruchtbar. Und der untere Teil ist ebenfalls fruchtbar. Und er ist immer oben und es gibt nichts, was über ihm ist. وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحْتَهُ Und er zerstört alles, was unter ihm ist. Und dann meint Abu Jahl, لَا يَرْضَ عَنْكَ قَوْمُكَ حَتَّ تَقُولَ فِي Dein Volk wird nicht mit dir zufrieden sein, bis du nicht irgendetwas über ihn sagst. Und dann sagte er, فَدَعْنِ حَتَّ أُفَكِّرْ فِي Lass mich überlegen. Und dann sagte er, إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرْ يَأْثَرُهُ عَنْ غَيْرِهِ Das ist nur überlieferte Zauberei, die er von irgendwelchen anderen Leuten hat. Allah. Und dann gibt es verschiedene Überlieferungen, die ähnlich sind, wo er dann mit ihnen zusammengesessen hat. Ja? Aber was lernen wir hieraus? Subhanallah, er wollte seinem Volk recht machen. Und das ist ebenfalls eine sehr, sehr gewaltige Fitna. Es ist eine sehr gewaltige Fitna, dass ich versuche, es den Awam recht zu machen. Der Allgemeinheit der Muslime. Nur damit sie sozusagen ja, mir zuklatschen. Es gibt Leute, die wollen das, was? Hatten wir schon mal gesagt gehabt. Die wollen was? Einfach nur Gelehrte sein für den Palast, also für die Herrscher. Die erzählen immer nur das, was die Herrscher hören wollen. Alim Sultan. Dann gibt es einen Alim Umma. Das ist jemand, der sozusagen es nur was? Der
Allgemeinheit gerecht machen möchte, dass die Leute ihm zuklatschen, egal ob es richtig ist oder nicht. Und dann gibt es einen Alim-Din, das ist jemand, der wirklich für Allah, für die Religion etwas sagt. Und er wollte es, wie gesagt, einfach nur seinem Volk recht machen. Und jetzt, subhanallah, erzählt uns Allah Ta'ala, was in Al-Walid ibn Murira in diesem Moment vorgegangen ist. So, als wärst du bei ihm. Innahu fakkara wa qaddar. Er hat ja nachgedacht und abgewogen. Er hat nachgedacht und abgewogen. Faqutila kayfa qaddar. Tod ihm, wie er abgewogen hat. Das hat er überlegt, was mache ich jetzt? Maslaha. Maslaha. Muss ich irgendwie vergleichen miteinander. Wenn ich jetzt vielleicht etwas Gutes über Mohammed sage, dann könnte ich vielleicht mein Volk verlieren, dann könnten vielleicht meine wirtschaftlichen Interessen in Gefahr sein. Wenn ich gegen ihn was sage, ja, dann mache ich eigentlich etwas gegen mein Gewissen. Aber hier habe ich zumindest meine wirtschaftlichen Interessen dann bewahrt. Ich meine, er wusste, es ist von Allah. Aber er ist stur geblieben. Das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und Allah Ta'ala, er sagt, tot ihm, also verflucht sei er. Kayfa qaddar, wie er abgewogen hat. Thumma qutila kayfa qaddar, abermals tot ihm, wie er abgewogen hat. Also immer wieder, er hat nicht gleich direkt eine Antwort gegeben, er hat nachgedacht. Und genau das ist das Problem. Da ist jemand, der denkt nach, der ist ganz genau in diesem Abwägen. Ganz genau, er weiß ganz genau, was er tut. Er ist sich bewusst seiner Entscheidung. Er trifft eine bewusste Entscheidung. Thumma nazar. Einfach nur eine Ayah Subhanallah. Thumma nazar. Hierauf hat er geschaut. Die Gelehrten sagen, er hat wirklich mit seinem Blick geschaut. Er hat wahrscheinlich in irgendeiner Sitzung gesessen mit Abu Jahl und den anderen und er guckt in ihre Gesichter. So, wie entscheide ich mich jetzt? Thumma abasa wa basar. Hierauf hat er düster geblickt. So. War besser. Und ein finsteres Gesicht gemacht. Seine Gesichtsfarbe hat sich verändert. Er hat sich für den Kufr entschieden. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Und diese Thumme deutet auf was hin? Das ist wahrscheinlich kein Kurzschluss. Prozess gewesen oder eine Kurzschlussreaktion, wo er kurz mal geantwortet, er hat sich Zeit gelassen. Wahrscheinlich waren es mehrere Sitzungen gewesen. Wahrscheinlich konnte er mal nach Hause gehen, sich Gedanken machen, drüber schlafen. Hat die ganze Zeit überlegt, wie mache ich das jetzt? Wofür entscheide ich mich? Was ist der beste Weg, um Muhammad sallallahu alaihi wa sallam schlecht zu machen? فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Hochmut, das Schlimmste überhaupt. فَقَالَ, und jetzt dieses فَقَالَ, dann kam es direkt raus. إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Das ist nur Zauberei, die überliefert wird. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Das sind nur die Worte von Menschenwesen. Und jetzt kommt die Antwort von Allah. Aber schaut mal, wie Allah Ta'ala seine Gedankengänge ganz genau beschrieben hat. Und seid euch sicher, Allah Ta'ala gibt uns hier nur ein Beispiel von einem Menschen. Aber seid euch sicher, es gibt ganz viele Menschen, bei denen das der Fall ist. Es gibt einen, ganz besonders schlimm in unserer heutigen Zeit, der hat mal in einem Zitat gesagt, der immer gegen den Islam hetzt, der selbst mal Muslim gewesen war. Und er hat gesagt, als er gefragt wurde, wie war es denn gewesen, als du dich vom Glauben getrennt hast, kam das plötzlich und meinte, nein, das hat wehgetan. Das heißt, er hat sich Zeit gelassen, er hat ganz genau abgewogen. Was macht er da? Wie muss ich mich entscheiden? Und dann hat er eine Entscheidung getroffen. Und seid euch sicher, es gibt viele Menschen, bei denen das genau der Fall ist. So wie es Allah subhanahu wa ta'ala hier beschreibt. Deswegen, ja, wenn du dich in solch einem Entscheidungsprozess befindest, versuch dich immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala zuzuwenden. Und seid ihr sicher, diese Dunya, sie ist niemals mehr wert, als das, was bei Allah ist. Diese Dunya ist vorübergehend. Ich meine, es ist überhaupt kein Vergleich. Es ist gar kein Vergleich. Du entscheidest gerade zwischen einem Cent und einer Milliarde. Selbst eine Milliarde ist zu wenig.
Zwischen einem Cent und einer Milliarde. Was ist das für ein Vergleich? Da würde keiner darüber nachdenken. Und trotzdem tut das dieser Mensch. Er ist bereit, Al-Akhira aufzugeben für 70, 80 Jahre in diesem Leben. Was sind 70, 80 Jahre in diesem Leben im Vergleich zur Ewigkeit? Ja, lass mal die Ewigkeit. Lass mal nur den jüngsten Tag leben. Wo ein Teil dieses Tages 50.000 Jahre ist von dieser Dunja. 50.000 Jahre, die gesamte Menschheitsgeschichte, von der ist uns vielleicht, weiß ich nicht, bis vor 6.000, 7.000 Jahren etwas bekannt, was schriftlich überliefert wurde. Alles, was davor ist, ist uns nicht bekannt. Das heißt, die gesamte Geschichte, die wir lernen in der Schule, ja, von den Sumerern, weiß ich nicht, was diese Zivilisationen, wie alt ist diese Geschichte? 5.000 Jahre? 6.000 Jahre? Und stell dir mal vor, 50.000 Jahre ist nur ein Teil von dem jüngsten Tag. Vergleich mal 50.000 Jahre mit 70, 80 Jahren. Das ist nichts. Und du bist bereit, all das aufs Spiel zu setzen für ein bisschen Dunja. Und deswegen verurteil, tot ihn! Wie dumm muss man sein, dass man sich für diesen Weg entscheidet, anstatt sich für das Richtige zu entscheiden. Und jetzt, nachdem Allah Ta'ala aufgezeigt hat, wie er sich entschieden hat, zeigt er auf, was die Konsequenz dessen ist. Sa'uslihi saqar. Wie lange haben wir noch? Jetzt, okay, wir müssen leider heute ein bisschen kürzer machen. Tut mir wirklich leid, wegen der Kamera. Sa'uslihi saqar. Ich werde ihn der Saqar aussetzen. Und Saqar ist ein Name von Jahannam, oder es handelt sich bei Saqar um eine Stufe in Jahannam. Saqar ist der Name von Jahannam, oder es handelt sich hierbei um eine Stufe in Jahannam. Und Allah Ta'ala, er spricht über diese eine Stufe in Jahannam. Kalla sa'uslihi Saqar. Wo bin ich jetzt gerade? Entschuldigt bitte. Also nee, nicht Keller. Sa'uslihi Saqar. Ich werde ihn der Saqar aussetzen. Wa ma adraka ma Saqar. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist? La tubqi wa la tadhar. La ilaha illallah. Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Mit anderen Worten, sie vernichtet alles, was in ihr ist. Lawahatul lil bashar. Sie verändert die Menschen ganz. Oder sie zerstört die Haut, welche sich auf dem Menschen befindet. Bashar kann hier gemeint sein, die Menschen an sich, oder al-Bashra, die Haut. Beides kann gemeint sein, diese Ayah. Sie verändert die Menschen ganz. Und jetzt kommt ein weiterer Zusatz. Alayha tis'ata ashar. Über ihr gibt es 19. Über ihr gibt es 19. Was für 19? Allah Ta'ala, er sagt es im darauffolgenden Vers, der etwas länger ist. Und auf den wir nächste Woche dann, insha'Allah Ta'ala, mit dem Rest der Sura etwas genauer eingehen werden. Weil wir das jetzt in diesen 5 Minuten nicht mehr schaffen werden. Und zwar, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Wir haben als Wächter des Höllenfeuers nur Engel eingesetzt. Mit den 19 sind entweder 19 Engel gemeint. Also wirklich 19 Engel, die Allah Ta'ala erschaffen hat, welche über die gesamte Hölle wachen werden. Was für Geschöpfe müssen das sein? Unglaubliche Geschöpfe. Oder es handelt sich um 19 Arten von Engeln. Oder es handelt sich um 19 Stufen in der Hölle, wobei für jede Stufe einer dieser Engel verantwortlich ist. Oder es handelt sich um 19 Hauptwächter, welche dann noch viele Untertanen haben. Weil am Ende sagt Allah Ta'ala, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Aber niemand weiß über die Herrscharen eines Herrn Bescheid außer ihm. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Und es ist nur eine Ermahnung für die Menschenwesen. Wie haben die Quraysh darauf reagiert, als Allah Ta'ala diese Ayah herabgesandt hat? Alayha tis'ata ashar. Über ihr gibt es 19.
Sie haben sich lustig gemacht. Sie haben sich lustig gemacht. Einige von ihnen, die etwas kräftiger gewesen sind, als sie das gehört haben, wie Al-Ashad ibn Kalada al-Jumahi, der sehr, sehr kräftig gewesen war, der meinte dann voller Spott, لا يهولنكم التسعة عشر أنا أدفع بمنك بمنكبي الأيمن عشرة وبمنكبي الأيسر تسعة ثم تمرون إلى الجنة. الله أكبر. Macht euch mal keine Sorgen über diese 19. Mit meiner rechten Schulter werde ich ja, 10 zur Seite bringen. Und mit meiner linken Schulter werde ich 9 zur Seite bringen. Schubs, ne? Und dann könnt ihr dann das Paradies treten, eintreten. Guck mal. Haben sich lustig gemacht. Dann, ja, als Abu Jahl, noch 2 Minuten, wir sind aufgehört. Als Abu Jahl diese Ayah gehört hat, sagte er zu Quraysh, Thaqilatkum ummahatukum. Inna ibn Abi Kabshata yukhbirukum anna khazatan an-nari 19 wa antum ad-dahm. Möge eure Mütter euch verlieren, ja? Dieser Ibn Abi Kabsha, damit meinte er den Propheten sallallahu alaihi wasallam, der hat euch erzählt, dass die Wächter von dem Hörn vorher nur 19 sind und ihr seid ad-dahm, sozusagen die Quraysh, die gewaltigen. Afa ya'jazu kullu 'ashratin minkum an yabtishu bi rajulin min khazanati jahannam. Kann nicht alle 10 von euch, ja, einen von diesen Wächtern überwältigen? Ja, und daraufhin hat Allah Ta'ala, subhanallah, ja, diese lange Ayah herabgesandt. Sie haben sich lustig gemacht. Aber genau das ist auch der Grund, warum es Allah erwähnt hat. Es ist eine Fitne gewesen. Warum es eine Fitne ist und was es auf sich hat mit dieser 19, das werden wir dann inshallah Ta'ala in der kommenden Woche, bi'iznillahi azza wa jal, in Ruhe besprechen, weil jetzt auch die Zeit vorüber ist.